Hey und willkommen zu deinem Podcast rund um Selbstliebe, Achtsamkeit und Klarheit. Wir werden gemeinsam lernen, lachen und wachsen. Also mach es dir gemütlich, hol dir dein Lieblingsgetränk und sei offen, neugierig und gespannt auf das, was du alles hören wirst. Mein Name ist Eva Silava und das ist der Rebellious Self-Love Podcast. Let's dive in! Heute habe ich eine kleine Meditation für dich. Wenn du dir noch etwas schwer tust, dir Selbstliebe entgegenzubringen und sie zu fühlen, dann ist diese Meditation genau das Richtige für dich. Wenn du eventuell gerade im Auto sitzt oder gerade irgendwas machst, wo deine Konzentration gefragt ist, dann komm etwas später wieder zurück zu dieser Meditation, denn ich möchte nicht, dass dir eben irgendetwas passiert. Und am besten funktioniert diese Meditation natürlich, wenn man sich wirklich entspannen kann und wenn man eben seine Ruhe hat und sich voll drauf einlassen kann. Wenn du jetzt da die Möglichkeit hast, dir ein paar Minuten Zeit zu nehmen und dich zu entspannen, dann lass uns loslegen. Such dir einen Platz, wo du ungestört bist, wo du dich wohlfühlst und dich eben entspannen kannst. Setz oder leg dich hin, je nachdem, was für dich angenehm ist. Und wenn du bereit bist, dann atme tief ein und aus. Schließe deine Augen und atme ganz entspannt weiter. Spür, wie sich dein Bauch bei jedem Atemzug hebt und wieder senkt. Und wie du mit jedem Atemzug dich mehr und mehr entspannst. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und stell dir jetzt eine Person vor, die du bedingungslos liebst. Stell dir vor, wie du zu dieser Person ein strahlendes, angenehm warmes, gelb-goldenes Band aufbaust. Und über dieses Band schickst du dieser Person jetzt deine Liebe. Du schickst Mitgefühl und Akzeptanz. Und du willst, dass sich diese Person umsorgt fühlt und besonders, als ob sie alles tun kann, was sie möchte. Dass sie sich selbst vertrauen kann, sich treu bleiben soll und sich selbst lieben und zu sich selbst stehen kann. All das, diese ganzen wundervollen Gefühle schickst du über dieses Band, was euch verbindet, zu dieser Person. Atme ein und aus und fühle dich in das hinein. Lege jetzt eine Hand auf dein Herz und halte weiter diese strahlende, warme, gelb-goldene Verbindung voller Liebe zu dieser Person aufrecht.
Und wenn du möchtest und es angenehm für dich ist, dann intensiviere dieses Gefühl jetzt noch ein bisschen. So, wie es sich für dich angenehm anfühlt. Du machst es sehr gut. Du siehst diese Person vor dir und siehst, wie diese Person jetzt einen Spiegel hochhält und genau diese strahlende, warme, gelb-goldene Liebe direkt zu dir zurücksendet. Der Spiegel reflektiert all die Liebe und die Gefühle direkt in dein Herz. Fühle diese Liebe, sauge sie auf wie ein Schwamm, bis dein ganzer Körper ausgefüllt ist mit dieser strahlenden, warmen, gelb-goldenen Liebe. Sehr gut. Genieße dieses Gefühl. Und mach dir bewusst, dass diese Liebe absolut gleich ist. Liebe ist Liebe. Es macht keinen Unterschied, ob du sie dir selbst gibst oder jemanden anderen. Sie ist ident. Spüre noch einmal diese strahlende, warme, gelb-goldene Liebe in dir. Atme tief ein und aus. Du weißt jetzt, dass diese Liebe immer in dir ist, schon immer da war, in deinem Herzen. Dass du jederzeit auf sie zugreifen kannst. Atme nochmal tief ein und atme diese Liebe ganz bewusst tief in dich hinein. Und wieder aus. Genieße noch ein letztes Mal diese Wärme, diese Liebe in dir. Für dich selbst. Du machst es sehr gut. Komm langsam wieder ins Hier und Jetzt zurück. Wackle mit den Fingern und den Zehen. Spüre die Unterlage, auf der du sitzt. Oder liegst. Bewege deine Arme und streck dich ganz genüsslich. Spüre deinen Körper. Und wenn du bereit bist, öffne deine Augen. Willkommen zurück. Wundervolle Seele, wie fühlt sich das an? Konntest du die Liebe voll und ganz in dir spüren? Wenn es jetzt vielleicht zum ersten Mal oder eben bei diesem ersten Mal noch nicht so geklappt hat und du dich jetzt noch nicht so ganz reinfühlen konntest oder eben noch nicht so gut diese Liebe fühlen konntest, dann ist das überhaupt kein Problem und absolut in Ordnung. Du kannst jederzeit zu dieser Meditation zurückkommen und sie dir so oft anhören, wie du möchtest.
so eine Meditation und dass man eben diese Gefühle auch wirklich fühlen kann und dass man das voll und ganz in sich aufnehmen kann, das braucht oft etwas Zeit. Das heißt, verurteile dich nicht, wenn du dir vielleicht jetzt etwas schwer getan hast oder es eben nicht so gut funktioniert hat. Praktiziere es einfach öfter. Ruf dir diese Meditation immer wieder ins Gedächtnis und versuch einfach auch ohne diese Meditation jetzt direkt einfach in dich hineinzufühlen, in dein Herz und versuche dein Herz zu öffnen und eben diese Liebe zu spüren und dich sozusagen komplett mit dieser Liebe auszufüllen. Danke, dass du heute bei dieser Meditation dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen zu einer neuen Folge vom Rebellious Self-Love Podcast. Und zwar wird es in der nächsten Folge, nächste Woche Freitag, um das Thema die 4 Stufen, die es braucht, damit Veränderung auch passiert. Abonniere auf jeden Fall meinen Channel, damit du keine Folge mehr verpasst. Und schalte nächsten Freitag wieder ein. With Love, deine Eva. Ciao.